und das Labor blinkt wieder wie wild. Warum blinkst du wie wild? Wir haben hier noch gar nichts. Sind die neuen Maschinen endlich da? Nö, sind sie nicht. Die werden alle noch hertransportiert. Vor allem die eine Forschung, die wir gerade hatten, sah aus wie ein Generator. Oder ein Kondensator, eins von beiden. Wäre schon mal ganz praktisch. Also nicht unbedingt für diese Basis, aber wenn wir später eine neue Basis aufbauen, dass das nicht so viel Platz wegnimmt. Weil das ist schon ganz schön krass, wie viel Platz für Generatoren drauf geht. Also ja, es ist auch nicht sehr effektiv gebaut, aber ja. Geldkammer ist leer. Geld. Du willst dich da aber nicht einbuddeln, oder? Okay. Das ist aber nicht gerade sehr ziemlich. Und ihr startet auch das komische Ding. Oh, oh, Und die gehen wieder im Pärchen. Trippelschritt. Das ist echt komisch bei den beiden. Aber na gut. Wenigstens darf er nicht dazwischen. Hier haben wir wieder auch mehr Platz. Sehr schön. Wie schaut es mit den Türen aus? Du wirst verwirrt. Alle Türen sind Zweiertüren. Das Hotel scheint zu funktionieren. Also ähnlich hätten wir uns das gedacht. Nur irgendwie mit mehr Gästen. Aber es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, die Investition. Kaum noch Touristen in der Basis, das ist schon mal schön. Das heißt, wenn wir auf der nächsten Insel mit unserem jetzigen Geld anfangen können, dann sollten wir vielleicht gleich von vornherein ein Hotel bauen. Warum läufst du denn wieder so komisch weg? In Panik durch verpacktes Objekt. Ein verpacktes Objekt. War es eine verpackte Leiche? Vor allem, wo ist hier ein verpacktes Objekt? Die einzigen Leichensäcke, die wir hatten, sind in der Basis. Hat einer von euch Wut? Nein, gut. Oh, ich wollte mal gucken, ob die Einbrecher hier an die Koffer rankommen. Du schleichst dich aber gerade wieder raus. Beim Rausgehen musst du nicht schleichen, Lady. So, sind die Jungs inzwischen da? Oh, da kommt ein Hubschrauber, sehr schön. Und flup, flup. Los geht's. Fast 3 Minuten. Na gut, ihr... Was solltet ihr machen? Ihr solltet die Unterseebunker... Nee, Unterseebootbunker überfallen. Mafia hat eine Reihe von geheimen U-Boot-Bunkern in einer entlegenen Bucht in der Barentssee versteckt. Wir haben erfahren, dass diese Bunker erst kürzlich mit einer neuen Serie nuklear angetriebener U-Boote belegt worden sind. Die Mafia demnächst testen will. Dringen Sie in diese Bunker ein und spielen Sie ein bisschen mit den Navigationssystemen der U-Boote herum. Wenn Mafia die U-Boote dann ins Manöver schickt, werden alle Kurs auf Amerika nehmen und so eine teuflische kalte Krieg-Panik-Situation auslösen. Ja. Das ist sehr lustig. Oder auch nicht. Los. Okay. Was macht ihr? Ihr sollt hier den Steiner Weisen finden. Aus den Dörfern der Provinz bekommen Bericht über die Entdeckung einer Steintafel, in die bislang unbekannte Lehren des großen Weisen Konfuzius eingraviert sind. Die Reliquie befindet sich momentan unter konstanter Überwachung in dem Tempel, in dem sie entdeckt worden ist. Während führende Historiker und Archäologen aus aller Herren Länder anreisen, um den Fund zu begutachten, entsenden sie einige Bedienstete, damit sie die Tafel glatt schleifen, bevor sie an einen Ort mit höherer Sicherheitsvorkehrung gebracht wird. Warum genau sollen wir sie glatt schleifen? Es ist zwar gut möglich, dass Konfuzius unsere fiesen Absichten nicht gerade gutheißen wird, aber er ist seit über 2000 Jahren tot, was kann er schon dagegen tun? Also mutwilliger Vandalismus. Würde zu mir als fiesem Genie eigentlich nicht so passen. Mutwillig sollte das nicht sein, aber na gut. Bedienungspult. Ich hatte auf das I gedrückt. Kontrollraum, Bedienungspult. Bedienungspulte sind die konsequente technische Weiterentwicklung der Bedienungstafeln.
Sie leisten das gleiche, brauchen jedoch weniger Platz und statt zwei nur noch einen Bediensteten, um betrieben zu werden. Oh, sehr schön. Weniger Platz klingt schon mal sehr gut. Niam, niam, niam. Oh, ich sehe ganz viele rote Punkte. Pause. Saboteure. Und oben? Geht hier gerade weg. Einbrecher. Sonst alles okay. Also Kontrolltafeln. Und die Bundeslade hier hinten. Wie machen wir das am besten? Wir könnten hier hinten das jetzt neu aufbauen. Ich will doch nicht so weit laufen müssen. Wir bauen einfach mal hier einen neuen hin. Bedienungstafel. So. Und sobald die steht, reißen wir. Ich glaube, wir können das ja jetzt schon abreißen. So. Wer oder was bist du? Oh. Wir haben eine sexy Leibwächterin. Macht nichts Nützliches. Okay. Und wir haben den Stein der Weisen geklaut. Seit wann haben wir dich? Zoom, zoom, dreh, dreh. Eine Laserbarriere. Oh, das klingt cool. Laserstrahlsensor freigeschaltet. Also gut, wir haben lauter neues Spielzeug. Und eine Leibwächterin. So, und wo ist jetzt der Sarkophag? Da. Du, kommst mal. Wo kommst du mal hin? Wir haben ja gesehen, dass hier sehr viele Leute stehen, also sollten wir hier auch was hinpacken. Obwohl, der wird's gestohlen. Stimmt, deswegen hatten wir es beim ersten Mal nicht dahingestellt. Ah, wir brauchen viel mehr Platz. Wollen wir es auch noch hier hinbauen? Nö. Ist immer noch relativ nah am Eingang, ne? Na komm, stellen wir es einfach wieder hier in Gang und hoffen, dass keiner so weit kommt. So. Und ja, es können jetzt nicht von allen Seiten Leute ran, aber der passive Bonus reicht mir eigentlich schon. So, was war mit dieser Laser-Dingens-Barriere? Genau, Laserbarriere. Berührt ein Agent oder ein unachtsamer Bediensteter die Laserbarriere, wird die Falle, die an diesem Sensor hängt, ausgelöst. Oh, also so ein Update von der Druckplatt-Dingens. Und der Vorteil davon ist was? Man braucht keine zwei mehr? Okay. Ja, die ganzen Forschungssachen sind jetzt fertig, ne? Yo, sehr schön. Nur haben wir nichts mehr zum Erforschen. Okay. Na gut, die Jungs sind doch alle im Auslandseinsatz. Da fällt mir was ein. Ja, das habt ihr alles geschafft. Das ist sehr schön. Ihr sollt mal alle nach... das tat weh. Und wer bist du? Den diplomatischen Gesandten fangen. Unser Inselreich wird unermüdlich von Agenten unterwandert, deren Hingabe und Treue absolut unverbrüchlich sind. Es braucht schon mehr als nur widrige Umstände, damit diese Agenten den Glauben an ihre Regierung verlieren. Hier sind die weichen und sanften Töne eines rhetorischen Meisters gefragt, der in der Kunst der Diplomatie bewandert ist. Unsere Agenten berichten, dass einer dieser schillernden Abgesandten gerade bei höchst sensiblen Verhandlungen in Saudi-Arabien vermittelt. Dringen Sie in diese Sitzung ein und entführen Sie den Gesandten. Bringen Sie ihn zur Insel zurück, damit er verhört werden kann, damit seine Überredungskünste zu unserem Nutzen verwendet werden können. Das wird das Upgrade zu dem Kammerdiener sein. Und der soll, wenn man den Kommentaren trauen darf, auch die Wut auf Null senken können, wenn er denn lange genug geredet hat. Okay. Acht Kammerdiener, das dürfte nicht so das Problem sein. Und wer bist du? Alarm, es ist ein Superagent. Hat nur ein Bikini an. Das dürfte nicht so das Problem sein für die ganzen Jungs, oder? Au. Vielleicht ist es deswegen ein Problem.
Wir wollen nicht, dass unsere Jungs desertieren. Also haut die alle ab. Ganz schnell nach Hause. So. Und ihr habt hier auch zu viel Wut produziert. Ihr dürft auch nach Hause. Was mit euch? Ihr, was geht eigentlich hier? Ihr steht mal ein bisschen, das ist okay. Und ihr flieht alle. Sehr gut. Raus hier. Vor allem Superagent. Normalerweise tauchten da irgendwelche uniformierten Sheriffs oder so auf. Na gut. Dritte Superbeute bekommen. Wir brauchen nur noch eine. Das ist richtig. Also wir sollten eigentlich unsere Techniker wieder losschicken. Aber wir haben gerade so wenig. Was sagen denn unsere Bediensteten? Wir hätten gerne ein paar weniger davon. Wir hätten gerne ein paar mehr davon. Wir hätten gerne weniger davon. Mehr davon. Die Spielhölle wurde freigeschaltet. Nein, meine Arbeit verfolgt mich. So. Spielhölle. Sieht aber eher wie so eine Konsole aus und nicht wie Glücksspiel. Wo können wir dich denn mal bauen? Oh, wir haben keinen Feuerlöscher hier. Feuerlöscher? Da haben wir schon einen, sehr gut. Stechuhr, nein. Also hier wohl nicht. Hotelzimmer, Rezeption. Hä? Wo können wir denn die Spielhölle bauen, wenn nicht in den beiden Hotelzimmern? Ah, vielleicht im Aufenthaltsraum. Das wäre doch schick. Tischtennisplatte, Spielhölle. Sehr gut. Wir haben... Wir können die hier hinbauen. Wie kommt man denn da hin? Ah, die können hoffentlich da so schräg durchgehen. Oh gut, machen wir da nochmal eine hin. Und schauen einfach mal, ob das gut geht. So, Labor blinkt. Was blinkst du denn? Eine Tür kann gebaut werden. Mit dem Laser, mit dem Dingens und mit dem Dingens. Machen wir es mit dem Dingens. Also mit der Zentrifuge. So, Weltkarte. Ist die gerade gewandert? Oder haben wir zwei Bikini-Mädchen? Mariana Mamba. Diese tödlichen Charaktere sind die besten, die die Streitkräfte der Gerechtigkeit zur Verfügung stehen. Solange sich einer von ihnen in der Region aufhält, bekommen wir Bediensteten durch seine Hand ganz schön auf die Mütze. Und Infarmeraktionen werden unglaublich gefährlich. Verstecken Sie sofort. Die war garantiert woanders. Ah, na gut. Hier sind fast alle tot. Dann haut mal ab. Jetzt haben wir wieder niemanden auf der Karte, richtig? Oh, wer bist denn du? Kung-Fu-Meister. Das klingt ja cool. Das ist dann wohl das Upgrade zu den Wachen. Ha, Orange hat gar nicht so viel Wut. Dann schicken wir doch mal 9 Wachen hier hin. Und du brauchtest Kammerdiener. Aber hier ist 50% schon fast Wut. Nee. Gelb lassen wir erstmal. So, was haben wir hier unten noch? Die aus der Kälte kamen. Nee. Ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne das vierte Relikt. So, blau hat sich wieder beruhigt, grün sowieso. Schicken wir mal bei grün ein paar Wachen hinten. Ein Techniker, 2 davon, 2 davon. Wären dann 7 Stück. Das müsste doch eigentlich okay sein. So, boah, hallo? Warum kriegen wir so viele... Das ist ein Einbrecher. Das sind Soldaten. Smash-Soldaten. Smash war... Gelb. Okay, da haben wir auch knapp 40% Wut. Und die bewegt sich echt? Das ist unheimlich. Oh, ich dachte, der Söldner wäre das Upgrade für die...
Wachen. Den wollten wir eigentlich auch noch fangen. Wofür ist denn der Kung-Fu-Meister? Oh, vielleicht eine Handlange. Na gut, speichern wir es mal ab. So. Nach Folge 44. Und wir sehen uns gleich wieder.